Guten Tag, meine schönen, zauberhaften und wunderbaren Frauen. Ich weiß, dass Sie Frauen alle eine immense innere Kraft spüren. Die Kraft einer Frau, die Kraft einer Mutter, die Kraft einer Schöpferin. Und was ist das Wichtigste im Leben einer Frau? Natürlich ihre wunderbaren Kinder. Das ist die Zukunft der Ahnenlinie. Gott hat uns diese Seelen dieser Kinder anvertraut, damit wir sie auf die Erde bringen und sie lehren, ihre ersten Schritte zu machen, ihnen Unterstützung geben, damit sie ihre Mission in dieser Welt erfüllen können. Absolut alle Kinder sind begabt. Die Seele wird viele Male wiedergeboren. Es bedeutet, dass ihr Kind über Kräfte und Talente verfügt, die es in vergangenen Leben erworben hat. Und ihre Aufgabe ist es, diese Talente zu sehen, Fähigkeiten zu erkennen und ihrem Kind Unterstützung, Impulse zu geben, diese Fähigkeiten zu entfalten. Was müssen sie also tun? Es gibt einige wichtige Ratschläge. Ratschlag Nummer 1, der älteste Ratschlag, dem früher alle gefolgt sind. Können Sie sich das vorstellen? Am 7. Tag nach der Geburt des Kindes lud man einen Schamanen zu einem besonderen Ritual ein. Und der Schamane kommunizierte mit Hilfe des Tamburins und den Geistern mit der Seele des Kindes. Und dann teilte er stellvertretend für die Seele den Eltern mit, wer das Kind ist und mit welchen Fähigkeiten und Aufgaben es gekommen ist. Das ist schön, wenn die Eltern schon ab dem 7. Tag der Geburt wissen, worin und wie sie dieser Seele helfen können. Ich verstehe, dass ihre Kinder bereits erwachsen sind. Und man kann sagen, wo wart ihr Schamanen vor vielen Jahren? Aber die Seele ihres Kindes hat immer noch diese Kraft aus früheren Leben. Auch jetzt, wenn ihr Kind bereits erwachsen ist und eigene Kinder hat, ist es möglich, ein solches Ritual durchzuführen, mit der Seele ihres Kindes zu sprechen und herauszufinden, welche Fähigkeiten es noch zu entfalten hat und wie sie ihm helfen können. Schreiben Sie, stellen Sie Fragen. Ein Schamane ist hier, um Ihnen zu helfen. Zweiter wichtiger Punkt. Betrachten Sie Ihr Kind frei von jeglicher Bewertung. Als wenn ein Außerirdischer es anschauen würde. Oder ein Fremder, der ihr Kind überhaupt nicht kennt. Lassen Sie die Frage in sich aufkommen, wer bist du? Sie schauen Ihr junges oder erwachsenes Kind an und stellen sich gedanklich die Frage, wer bist du? Wie bist du? Schauen Sie, empfinden Sie es mit Ihrem Herzen. Wenn Sie es ohne Bewertung betrachten, werden Sie sofort einsehen, dass es diese und jene Energie hat, eine Tendenz, diese und jene Dinge zu tun. Sehen Sie, wie spannend es ist. Das ist der zweite wichtige Punkt. Natürlich gibt es auch noch einen dritten Moment. Sie müssen Ihr Kind immer unterstützen und ihm sagen, du schaffst es, ich glaube an dich, du kriegst es hin. Und es ist wichtig, dies sowohl kleinen als auch erwachsenen Kindern zu sagen. Und wenn eine Mutter, die ihr Kind geboren hat, zu ihrem Kind sagt, ich glaube an dich, du kannst es, du wirst es schaffen, in diesem Moment, wird natürlich die ganze Kraft, die in ihrem Kind steckt, freigesetzt. Vierter Punkt. Sie können irgendeine Sache nehmen, die Ihr Kind regelmäßig bei sich trägt. Vielleicht eine Uhr, Schlüssel oder etwas anderes. Und auf unserem schamanischen Seminar diesen Gegenstand speziell zur Entfaltung aller Fähigkeiten des Kindes aufladen. Und aus den Händen einer Mutter erhält das Kind ein besonderes Geschenk. Wenn es keine Sache gibt, die sie aufladen könnten, suchen wir ein spezielles schamanisches Amulett für ihr Kind aus. Stellen Sie sich vor, wie sehr es sich über ein solches Geschenk aus Mamas Händen freut. Das ist immer sehr wertvoll und es bedeutet sehr viel für ein Kind, auch wenn es Konfliktsituationen gibt. Durch dieses Geschenk wird die Energie ihrer Liebe und die Energie der Unterstützung für sein oder ihr Talent in die Seele ihres Kindes hineinfließen. Das braucht natürlich Zeit, klar, denn er oder sie ist bestimmt schon erwachsen. Wenn er oder sie ein Kind wäre, ginge es schneller. Aber das Wichtigste ist, dass sie loslegen. Geben Sie Ihrem Kind die Chance, seine Kraft zu finden, sich zu entfalten und seine Bestimmung zu verwirklichen. Und Schamanen sind immer bereit, ihnen zu helfen.
Meine Lieben, Sie haben die neuen Kenntnisse erworben und jetzt ist es an der Zeit, neue Frauen einzuladen und sie zu unseren Trainings zu bringen. Laden Sie neue Frauen zu den Gruppentrainings in Ihrer Stadt ein und nehmen Sie sie zu den Seminaren, zu unseren Lehrern mit. Dann werden alle Ihre Probleme gelöst. Sie werden gesund, schön, reich und finden Ihre Liebe.